Ja, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, kommen immer wieder neue Abonnenten dazu. Also wenn du mich kennenlernen willst, meine Arbeit, auch meine ganzen Werkzeuge, Tools, findest du auf liebeschipp.de, alles rund um Verlustangst, Bindungsangst, toxische Beziehungen, Dating und so weiter. Ja, heute haben wir das immer wieder spannende Thema, seine Standards halten in Dating-Situationen. Es ist immer wieder gut, sich da immer wieder neue Beispiele anzuhören, denke ich. Diesmal geht es auch unter anderem um Tinder mal wieder. Tinder. Ich habe überlegt, ob ich mal irgendwie auf Tinder mal irgendwo aktiv werde mit meinen Kursen, aber das ist eine sehr komplizierte Aktion. Weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich bin da gerade mit denen im Gespräch, was nicht einfach ist. genau. So. Hallo Christian, vielen Dank für deine ausführlichen Videos. Ich merke, dass ich noch viel an mir selbst arbeiten muss, also ich glaube, das ist eine Frau jetzt. Und nicht nur die anderen immer schuld sind. Das ist schon mal gute Erkenntnis. Nun habe ich eine komplizierte Situation. Ja, schauen wir mal, ob die kompliziert ist. Vor einigen Wochen lernte ich auf Tinder einen jungen Mann kennen. Er sagte von Anfang an, dass er nur Freundschaft plus sucht. Ja, jetzt ist eine ganz einfache Sache. Du hast dir inzwischen, vielleicht hast du Modul 1 gemacht, und hast dir eine Standards- und Dealbreaker-Liste aufgeschrieben, auch fürs Dating. Und wenn du jetzt eine Beziehung willst, dann guckst du auf deine Liste drauf und da sollte in der Dealbreaker-Tabelle sollte stehen, kein Freundschaft plus. Und damit ist der Drops gelutscht. Und ihr, was alle lernen dürfen, glaube ich, ich muss das auch hart lernen, ist nicht mehr so weich zu sein immer. Also natürlich, also auch weich jetzt im Sinne von Entscheidungen zu treffen, sondern einfach zu sagen, ja, will ich nicht. Ist egal, wie heiß du aussiehst, ist egal, wie lange ich keinen Sex hatte, will ich nicht, fertig. Weil sonst, soll ich mal sagen, das Universum liefert dann sonst immer wieder das aus, weil man sozusagen diese Aufgabe nicht gelernt hat, so, ne? Weil man sich nicht an seinen eigenen Standards hält, ne? Dann wird man immer wieder getestet und mit immer den gleichen Ergebnissen, weil man kann, das ist auch ein wichtiger Spruch, den ich damals mal von meinem Coach gelernt habe, du kannst nicht einfach so mit jemandem Sex haben, es hat immer Konsequenzen, so, ne? Ich eigentlich nicht, also das ist ja klar, ne? Also ich wollte eigentlich keinen Freundschaft plus, aber aus irgendeinem Grund, ja, das ist nicht irgendeinem Grund, das ist die eigene Bedürftigkeit, ich weiß nicht was, das ist genau da, wo man dann hingucken muss. Warum macht man das, wenn man es gar nicht will, ne? Ließ ich mich dann doch auf ihn ein. Es war ein schöner Abend und klassisches Tinder-Date bei mir. Was auch immer das heißt. Wir haben uns daraufhin jede Woche gesehen, manchmal sogar zweimal die Woche. Er blieb jedes Mal über Nacht und machte sich erst am Morgen auf den Weg zur Arbeit. Wir wohnen eine Stunde auseinander. Alles war sehr vertraut, rücksichtsvoll und einfach nur schön. Ja, jetzt möchtest du wahrscheinlich sagen, das konnte ich doch nicht wissen, dass es so wird, aber du weißt es eigentlich. Das ist Freundschaft plus, wenn jemand das sagt, dann ist es völlig egal. Und wenn er 7 Tage die Woche bei dir ist, das heißt, ich plane noch andere Frauen zu treffen. Punkt. Also was anderes ist natürlich, wenn jemand sagt, ja, ich möchte grundsätzlich eine Beziehung, aber ich will das jetzt nicht nach Date 1 sagen, lass uns mal ein paar Mal daten und dann gucken wir mal. Da kann man sich unter Umständen drauf einlassen. Wenn man will, muss man, wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn jemand von vornherein sagt, ich suche Freundschaft plus, was glaube ich auf Tinder ganz viel ist, dann bringt es nichts, mit dem was anzufangen. Er meldete sich täglich, jeden Morgen zwischendurch, schrieb bei mir, dass er an mich denkt. Immer das gleiche Thema. Bis er sich plötzlich ein wenig zurückzog. Ja, ich würde jetzt denken, vielleicht gab es dann Konkurrenz, aber vielleicht denke ich da immer zu negativ. Weiß es nicht.
worauf ich auch mit Rückzug reagiert. Also wenn ihr schon sagt, so Freundschaft plus, dann müsstet ihr eigentlich sagen, bitte lass uns vereinbaren, dass du mir sofort schreibst, wenn du mit jemand anders schreibst oder was anfängst. Aber da bräuchte man schon fast keine Freundschaft plus mehr, weil das ist ja, dass sich jemand einfach absichern will und sagen will, ich möchte, was er auch darf, ne? Ich möchte einfach weitermachen, was ich will. So, ich habe ihm eine unbeschwerte Sprachnachricht geschickt und gesagt, dass alles gut sei. Nee, warte mal. Bis er sich plötzlich ein wenig zurückzog, worauf ich auch mit Rückzug reagierte. Daraufhin fragte er mich mehrmals, ob alles in Ordnung sei und wir mal sprechen sollten, da ich anscheinend bedrückt bin. Ja, dann sag doch, dass du bedrückt bist, weil du nicht klarkommst mit Freundschaft plus. Also dann pack die Sachen auch auf den Tisch. Seid ehrlich, ne? Ich habe ihm eine unbeschwerte Sprachnachricht geschickt, das ist nicht authentisch. Und gesagt, dass alles gut sei. Es ist nicht alles gut. Und ich, wie er auch, einfach nur viel um die Ohren hatte und mich über ein baldiges Treffen freuen würde. Okay? Bei unserem letzten Treffen brachte er mir Blumen mit, als Entschuldigung, dass er am Abend zuvor kurzfristig abgesagt hatte. Und andere Kleinigkeiten mit. Es ist immer noch Freundschaft plus. Also wenn ihr denkt, es ist keine mehr, dann sprecht es an. Ja? Im Gespräch sagte er allerdings, dass er gerne Zeit allein verbringt und sich auch mal zurückzieht. Ja, also wenn es nur das wäre, dann müssten wir uns jetzt fragen, warum braucht er Freundschaft plus? Also gibt es ja eine Agenda, ne? Auch seinen besten Freund spricht er wohl wochenlang nicht. Ja, und selbst wenn er jetzt gerade nur dich datet, was natürlich theoretisch sein kann, würden bei mir sämtliche Bindungsangst, Bindungsvermeidungsalarmglocken schrillen, wenn ich sowas hören würde. Seinen besten Freund spricht er wohl wochenlang nicht, die Freundschaft aber dort weitergeht, wo sie aufgehört hat. Ja, aber was hat das mit Beziehungen zu tun? Ja, das mag er sein, das kennen, glaube ich, alle aus Freundschaften. Ja. Im nächsten Satz hieß es wiederum, dass er gerne Zeit mit mir verbringe. Ja, diese Worte sind ein Scheiß. Sag ich immer wieder, Worte sind ein Scheiß. Was macht er? Ne? So, dass er gerne Zeit mit mir verbringe und dieses ihm sehr gut täte, weshalb er auch die lange, wirklich lange, viele Kilometer lange Fahrt auf sich nehme zu dir. Ja, ist immer noch freundschaftlos. Dass er mich als eine sehr attraktive, interessante und unabhängige Frau sieht und niemals gedacht hätte, dass er sich mit einem Tinder-Date auf einer solch intellektuellen Ebene verstehen würde. Das ist immer noch Freundschaft plus. Das ist alles uninteressant für dich an dem Punkt hier. Trotzdem findet er es gut, dass wir räumlich getrennt sind und ich auch unabhängig bin und viel um die Ohren habe. Ich dachte, verstanden zu haben, was er meint und war in Ordnung damit. Wir haben uns dann wie immer verabschiedet. Seitdem höre ich nichts mehr von ihm und frage ihn, ob er Bindungsangst hat, eventuell doch etwas empfindet. Das wird dir keiner sagen können. Fakt ist, was sagt das Verhalten? Das Verhalten sagt wenig Interesse gerade. Ob er jetzt jemand anders datet. Also auf jeden Fall ist er nicht so Hals über Kopf in dich verliebt, dass er den Wunsch hat, sich bei dir zu melden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Aber das muss man jetzt nicht pathologisieren. Das ist eben, also, das ist halt Tinder. Das ist halt Online-Dating. Ich kann das einfach nicht empfehlen. Und wenn jemand sagt Freundschaft plus, dann würde ich auf gar nichts hoffen. Aber das ist das Problem. Wenn man mit jemandem ins Bett geht, dann entstehen natürlich bei den meisten Menschen Gefühle. Und dann baut man eine Bindung auf. Das kann Männer übrigens auch genauso gut betreffen. Und und dann tut es eben weh, wenn man merkt, das funktioniert nicht. Deswegen, ich kann das nicht empfehlen. Also das sagen ganz viele. Ich habe das früher auch mal gedacht. Dann ist es eben, dann ist man halt mal im Bett gelandet. Und aber es ist eben nicht mal nur so. Wenn es einem gut gefallen hat, dann entstehen eben Gefühle, weil die Natur hat das so eingerichtet, ne? Und deswegen haltet eure Spielfläche sauber. Also ich war da in meinen Single-Zeiten wirklich teilweise total rigide. Ich habe auch
platonische Freundschaften mit Frauen abgelehnt, wo ich wusste, ja, eigentlich will ich das nicht. Ich habe alles abgelehnt, was ich nicht wollte. Völlig wie so ein Roboter gesagt, nein, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und ja, das ist manchmal hart, aber es tut eigentlich immer weh, wenn man seine eigenen Standards verlässt. Ne? So, oder ob er sich distanziert hat, weil er merkt, dass ich mich langsam binde. Ja, das wird dir keiner sagen können. Ne? Fest steht, dass offensichtlich die Halbwertszeit eures Kontaktes überschritten ist. Und ja, lass es los. Ihr habt ja eh nur Freundschaft plus. Also lass es los. Wenn er sich wieder meldet, machst du wieder, wenn du es weiter willst, ich kann das eigentlich nicht empfehlen, aber wenn er sich wieder meldet, machst du wieder ein Date mit ihm. Aber dann hör auf, da irgendwas rein zu interpretieren, diesen Kontakt. Dann ist es wirklich nur eine nette Zeit. So, ne? Wie verhalte ich mich? Weiterhin das Interesse bekunden oder erstmal in Ruhe lassen? Also ich würde ja an deiner Stelle die Samthandschuhe mal ausziehen und sagen, was ist denn jetzt hier? Was ist los? Geht's weiter? Geht's nicht weiter? Ich will mal eine Antwort haben. Und nicht immer so, oh, was denkt er wohl, wenn ich jetzt, ah, er ist ein Bindungsängstler, jetzt muss ich ihn ganz doll lassen. Ja, du musst ihn sowieso lassen, aber deswegen darfst du doch deine Wünsche sagen. Dass du sagen, also ich hätte gerne hier, dass es jetzt noch weitergeht, dass wir eine Beziehung hätten, wie sieht es aus? Bist du dabei, bist du nicht dabei? So, wenn er sagt, nein, ich bin nicht dabei, dann sagst du, in Ordnung. Dann weiß ich nicht, passt nicht zu dem, was ich suche, tut mir leid. Oder du datest ihn weiter, aber dann völlig ohne irgendwelche Hoffnung. Nur, das Problem ist, das würde ich nicht offen machen für den richtigen. So, ich bin gespannt auf deine Antwort. Ganz lieben Dank für deine tolle Arbeit und viele Grüße. Und wir werden uns bald wiedersehen.